Der Traum vieler Männer im gewissen Alter. Rainer Räuber ist schon immer Motorrad gefahren. Mit Anfang 40 kam die Harley. Ein Schmuckstück für Poser. Das sind wir ja alle. Jeder ist ein kleiner Angeber. Auf einem der größten Motorradtreffen Europas wollen Gäste Harleys gucken. Oder kaufen oder leihen. Hier ist alles möglich. Eingefleischte Harley-Fahrer frönen natürlich ihren Ritualen. Hey, alles gut, mein Freund? Ja, passt schon, wie immer. Hey, grüß dich. Hallo. Das ist eine große Familie, wo man sich mag, wo man sich respektiert, ganz wichtig. Und das trifft man bei den anderen Marken jetzt nicht so stark. Dass Harley-Menschen speziell sind, ist klar. Aber dass sie immer mit grimmigen Mienen durch die Stadt fahren, wirkt etwas irritierend. Das ist ein Muss. Also man muss immer ein bisschen aussehen wie ein Rocker, finde ich. Dieses Grinsen, das kommt von ganz alleine, wenn du absteigst, damit die Menschen sehen, das ist ja gar kein Rocker, sondern ein super freundlicher Typ. Aber mit dem Grinsen beim Fahren, ich kann das nicht. Besucher können eigenwillige Basteleien bestaunen oder gleich eine komplette Kluft kaufen. Helme kosten ab 200 Euro. Und noch ein Muss, Harley-Fahrer tragen offene Helme. Rainer besitzt schon eine Kollektion. Muss man nicht, aber es gehört dazu. Also ich trage jedes Jahr einen neuen, einfach weil es mir gefällt. Noch was Wichtiges. Harley-Fahrer sind Individualisten. Jedes Motorrad sieht ein bisschen anders aus. Und das nimmt der Fahrer am besten selbst in die Hand. Man baut einen anderen Lenker an, ganz wichtig, damit man bequem sitzen kann. Man verändert vielleicht den Sitz oder für die Dame seines Herzens baut man noch einen Koffer hinten drauf, damit sie nicht runterfällt beim Beschleunigen. Morgen treten die Harleys zur Parade an.